Weihnachtsbenefizkonzert des Blasorchesters Reiskirchen in der Kongresshalle Gießen. Unter dem Motto »Wir schenken Musik« stand das Orchester zum 16. Mal im Dienst der guten Sache. »1996 fand zum ersten Mal die Spendenaktion »Hilf deinem Nachbarn« für bedürftige Menschen aus der Region statt. 1.100 Zuhörer verfolgten am 4. Advent das Konzert in der ausverkauften Kongresshalle unter der Leitung des Dirigenten Scheldt. Außer der Musik des Blasorchesters bietet das Weihnachtskonzert jedes Jahr noch andere Musik oder Gesang. Dieses Mal war es der Männerchor des Gesangvereins Eintracht Leihgestern. Beide haben ihr Jubiläumsjahr hinter sich, den Männerchor gibt es nun bereits seit 150 Jahren, das Blasorchester Reiskirchen schon 25 Jahre. Auch der Nikolaus trat traditionell wieder mit seinen Nachwuchshelfern in Aktion. Am Ende eines gelungenen Abends waren 12.000 Euro durch Konzerterlös und Spenden zusammengekommen und konnten an Bedürftige verteilt werden.